die Schwanz, willkommen zu einer neuen Folge Bildet. So. Was macht ihr überhaupt gerade? Ach so, da unten. Wir hatten das Callcenter gebaut. Ich trinke gerade was. Ach so, du meinst tief. In Minecraft, Moment, wir nehmen ja auf. Stopp. Spaß. Andi, was machst du da? Kompetenz hier, hä? Ah, das geile Callcenter. Vor allem diese Rücken-an-Rücken-Technologies. Ja, ich finde, dass sich das füllt, es sieht geil aus. Wir haben schön viele Entities, also Traum. Ach, schön offen, damit man hier schön bei seinen Beratungsgesprächen. Leute, Leute, muss ich sie weiter verbinden? Jetzt mal. Nee, es ist überhaupt nicht offen, Killian. Gibt es eigentlich. Nein. Ich sehe das immer nur in amerikanischen Filmen, diese Offices, wo die immer in diesen Kästen, Cubics drin sitzen. Gibt es das auch in Deutschland oder ist das so eine USA-Sache? Box-Offices? Offices. Also Box-Office ist zwar der falsche Begriff dafür, weiß, aber ja. Ja, ich weiß, du meinst diese Pappdinger, ne? Diese Cubics, so heißen die, glaube ich. Ah, okay. Weiß ich gar nicht. Ich habe das noch nie in Deutschland gesehen, nur in USA. Ja, in Deutschland ist halt... da gibt's... Jan, du darfst aufhören, bei Skype zu spammen. Oh, ist das immer wieder witzig. Ah. Geht. Öffentliches Denunzieren finde ich immer wieder witzig. So, was macht ihr hier hinten in die Ecke? Das wissen wir noch nicht, wahrscheinlich nochmal kurz. Doch, da muss das. Kann ich mal mit hier in den Abteilungsleiter sprechen? Ja, hier kommt das Abteilungsleiter-Office hin. Aber das müssen genauso, die müssen genauso sitzen. Hey, nein, das ist so richtiges. Das ist ich richtiges wette, nein, ich wette, die meisten Abteilungsleiter sind da einfach nur andere Fuzzis. Oder einer darf halt mehr entscheiden. Kien. Menschen sind auch nur Menschen. Na, aber ich will gar nicht. Also gut, einer muss halt mehr entscheiden können. Ja. Hey, der kriegt ja aber so ein Stromberg, so ein Babo-Office. Wie kann es denn eigentlich sein, dass ich in. Ich habe doch nur eine Etage da bisher gemacht. Also gut, ja. Die unterste, aber das war da schon davor. Und derzeit habe ich jetzt schon fast zwei gemacht. Ja, weil du nur copy-pasten musst. Wir mussten Bilder setzen. Nur. Wow. Ja, so wie du arbeitest, Däum. Ich flieg von links nach rechts, nach links. Nach rechts? Ja, genau, okay. Lass mich, ich arbeite auch nur alleine. Ja, okay. Sorry, Andi. Ich vergaß. Andi, ich möchte einen Antrag stellen. Auf was? Auf stylische Designlinien. Oh, shit. Antrag stattgegeben. Oh, shit. Get out the way. Get out the way. Bitch. Bitch! Ich habe die Linien, die stylischen Deko-Linien geplaced. Und jetzt wirklich smart. Meine Freunde nennen mich nicht umsonst Däum den Dekor. Gibt's das Wort? Dekorateur heißt es. Okay. Nee, Däum, nein, Däum ist ein Dekor. Däum ist ein Dekor. Ein Dummköpfchen. Das ist das Dekor. Es gibt auch. Das heißt ja auch. Es gibt das Wort Dekor, aber nicht Dekor. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber es gibt auch. Das heißt da auch Coiffier und nicht. Nein, es heißt Coiffeur, nicht Coiffier. Coiffeur. Aber es heißt. Coiffeur die Automobil, hä? Chauffeur. Ja, und? Das heißt nicht, das ist Dick. Warte, das war Citroën, oder? Peugeot. Was? Coiffeur die Automobil. Kreativ die Automobil. Das ist, ja, welcher ist das? Das ist Citroën. Aber inzwischen haben die Kreativ Technologie. Technologic. Ich wollte gerade sagen, dann hätten sie wenigstens Daft Punk da gleich mit reinbringen sollen, dann wäre es gut geworden. Leider haben wir zu Dekor keine Treffer gefunden. Oder meinst du Likör? Oder meinen sie Dekateur? Nein. Ein Fachmann, der dekatiert. Jetzt was ist denn dekatieren? Das ist jetzt meine nächste Frage. What the fuck? Boom! Ja, so, ich habe hier. Warte, wie habt ihr jetzt unten so das Lightning gelöst? Einfach Hebel dran? Guckst du an. So wie es geht. Also Hebel dran, ja. Public Access Hebel. Ah, dekatieren. Liegt auf der Hand. Karten. Wollstoffe mit Wasserdampf behandeln, um nachträgliches Einlaufen zu vermeiden. Das macht Däum auf jeden der Hand. Tag. Das mache ich jeden Tag. Ja, vor allem Däum, der Waschmeister, Alter. Das war halt einfach zu witzig. Bei uns lief heute echt so ein Prof in einem Hemd rum, was perfekt diesen Saturn-Mitarbeiter-Farbton hatte. Wir haben uns krumm gelacht. Wollen wir jetzt mal durchkonjugieren? Ich dekatiere, du dekatierst, es dekatiere, wir dekatieren, ihr dekatiert, sie dekatieren. Toll. Imperativ dekatiere. Dekatare, allgemeiner Corsa. Manchmal
spreche ich in der Stadt einfach random Leute an und sage, Bitch, dekatiere. Und dann drücke ich den so Bitch, Wasser. Get out the way, get out the way. Kian hat einen neuen Ohrwurm, wie ich höre. Nein. Nein, nein. Hat gerade nur so schön gepasst, weil dann ist so. Kian ist erhaben über Ohrwürmer. Niemand ist erhaben über Ohrwürmer. Ist so. Ich wette, es gibt so. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das eine Krankheit ist. Zum Beispiel beim. Dass da irgendwas im Kopf nicht so ganz stimmt und dass die kein Empfinden für Musik quasi so haben. So wie bei dir? Deswegen hast du auch Kollege? Nein, Andi, das meine ich nicht. Lol! Zum Beispiel, es gibt ja Leute, zum Beispiel beim Asperger-Syndrom haben viele eine verringerte soziale Intelligenz. Und dass man da dann eine verringerte musikalische Intelligenz hat? Ja, ich weiß nicht, ob das dann Intelligenz nennt, aber. Nee, das ist dann eher musikalische Kompetenz. Nee, das hat nichts mit Kompetenz zu tun. Andi hat mal Klavier gespielt. Ich weiß. Und du mal Blockflöte, oder? Däum, hast du die. Ich hab nie Blockflöte gespielt! Nee, deine Schwester hat immer Blockflöte gespielt. Das war eine Phase. Die hat mal alles gespielt. Die hat eine Phase! Ha ha ha. Hä? Hey. Weißt du, hat mich an Periode erinnert. Ja. Weil Phase und Periode auch so nah beieinander liegen. Ja, genau. Schon, ne? Nein. Hä, es hat beides was mit Sinus zu tun. Kian, nein. Das wird nicht witzig. Das hat es aber. Andi, wollen wir Kian den? Hä, hey, was hat denn die weibliche Periode mit einer Sinuskurve zu tun? Hä? Hä, es ging um Periode und Phase. Kian, das ist so dumm, was du sagst. Was? Das hat was mit Sinus zu tun. Das ist so. Ah. Ich finde, Andi und ich sollten dafür mal den Mongo Award vergeben. Ja. Für asoziales Asozial sein? Nein, für besonders dummes Verhalten. Nee, wie haben sie es genannt? Asoziales Engagement. Asoziales Engagement. Aber irgendwie jetzt spritzen jetzt ein bisschen zu sehr mit den Umbertus. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Tut mir leid. Das ist kein ernst zu nehmen, seriöser Preis, merke ich. Das ist an die Busfahrer war doch auch gerechtfertigt. Aber war das an die Sänger oder war das allgemein für Busfahrer? Das waren die Sänger, glaube ich. Also die haben den Preis auf jeden Fall bekommen. Aber ich weiß noch. Yo, bitch. Aber eigentlich haben die recht, die Busfahrer. Das ist total. Was jetzt? Also, das habe ich gar nicht. Manche Leute. Achso, das ist. Was man bei seiner Zeitung sieht, wie sie sich dann gegenüber den Busfahrern benehmen oder so. Oder dass die da. Ich hasse fast nichts auf dieser Welt mehr wie Vandalismus. Das ist bescheuert, einfach. Das macht mich jedes Mal wütend irgendwie. Wobei, du hast bestimmt auch schon mal in der Schule irgendwie was auf den Tisch gekritzelt. Nicht im großen Stil. Ja, aber halt war so Kleinkrimineller. Mit einem Kuli oder mit einem Bleistift, das hat jeder mal gemacht, aber ich finde wirklich sowas wie mutwillig in die Bahn gehen und mit einem Messer Sitze aufschlitzen, ist einfach nur dämlich. Besser als mutwillig mit einem Messer Menschen aufschlitzen. Nein, Andi, du hast in beiden Fällen irgendein Problem, glaube ich. Andi hat einen Punkt. Andi hat einen ganz klaren Punkt. Lieber kompensiere sie es so als andersrum. Yo. Bitch. That escalated quickly. Oh, Junge, er hat eine edle Orchidee am Stisi. Ja. Am Mike hat er die. Am Mike. Ich kann die Pixel zählen. Nur weil dein Texture Pack so scheiße aufgelöst ist? Ich dachte, du wolltest dir sagen, nur weil dein Texture Pack so scheiße ist. Übrigens, nehmt mal eine Redstone-Lamp ins Inventar. Irgendwie werden die Blöcke hässlicher gerendert, habe ich das Gefühl. Also ja, das sieht so kritisch. Das sieht richtig rancy-mancy aus. Das ist wie, als hätte man. Stopp, das kann nichts mit 1.8 zu tun haben. Da. Achso, stimmt. Irgendwie, ja, dann ist irgendwie. Ja, wieso, was ist mit denen? Oder ist es. Ja, nimm mal eine Redstone, pack mal ins Inventar und wie die in der Inventarleiste aussieht, ist voll komisch. Ja, sieht genau aus wie vorher. Na. Hä, wo siehst du denn vorher auch schon so komisch? Die ja, das ist total, komisch. Total viele Treppen und ganz komische Effekte am Schieben. Also bei mir sind da keine Effekte. Bei mir ist die ganz normal. Du siehst das auch, ne? Oben an dem Quadrat. Quadrat? Hey. Andi, nur weil es schief ist, ist es trotzdem ein Quadrat. Ich weiß nicht, was du meinetwegen meinst. Auch ein Rhombo oder wie man das noch nennen kann. Doch, warte, Ein Rhombus. Hey, es gibt Rhombus. Also ja, das heißt Rhombus. Ja, aber Kians Rhombo genannt. Rhombo heißt es auch. Rhombo-Breaker. 1, 2, 3 und 4. Wenn du Rhombo eingibst, kommt A, keine Korrektur bei Google. Und das ist auch ein Karo. Also so ein langgezogenes Karo halt. Okay. Ja, ein Rhombus ist dann ein quadratisches Karo oder was? Oh, sorry.
Gib mal Rhombus ein. Gibt's das? Rombo ist das italienische und spanische Wort für Rhombus. Aber ich hab's aber. Das aber dann ist der La Kathedrale. 100%. Das heißt, TKKG ist Englisch. Spanisch. Banne! So. Das heißt ja, wo Kian immer den panischen Drang hat, immer her hat, immer nach der Kathedrale zu fragen. Eindeutig von TKKG. Zweideutig. Ich habe eher das Gefühl, er wurde als Kind bei einer Kathedrale ausgesetzt, hat seitdem. Kindheitstrauma, dann ist der Kathedrale. Donde! Donde! Musst du Kathedrale, hä? Ja, seine Eltern haben ihm irgendwann mal gesagt, ja, lass uns bei der Kathedrale treffen, aber er hat sie nie gefunden. Deswegen wohnt Kian jetzt auch nicht mehr bei seinen leiblichen Eltern. Genau, sondern hat sich in Köln eine kleine Wohnung genommen. Jolo. Neben der Kathedrale. So. Ohne Witz, was zeichnet eine Kathedrale aus? Ist das einfach ein anderes? Ja, ganz glaub, einfach, wird, ganz einfach, Däum. Es zeichnet sie aus, dass man nachher fragen kann. Dann ist eine Kathedrale, hä? Nee, sind die Dinger nicht irgendwie heilig gesprochen oder so? Ach, hab ich doch gerade gesagt, wenn du danach fragen kannst, sind sie doch auch heilig gesprochen, oder nicht? So, nee, ohne Witz jetzt. Kathedrale. Ich will das wissen. Oder Kathedralkirche, bla bla. Er stellt einfach meine Theorien in Frage. Ich finde das ganz schön. Bla ist auch. Bla langweilig. Bla. Eine Kirche. Eine Kirche, die Sitz, lateinisch Kathedra, eines Bischofs und somit das Zentrum einer Diözese ist. Einer Diözese? Dann ist einer Diözese, hä? Diözese. So, was zeichnet jetzt ein Dom aus? Dass er heilig ist? Junge Andi, du kannst dich einfach alles heilig sprechen. Ja, doch, ich kann das. So, Domkirche. Bla. Gut, das ist einfach nur so, wenn die fancy sind, groß und so. Zum Beispiel Berliner Dom, Mailänder Dom, Petersdom. Ich glaube übrigens, das nächste Mal, dass sich ein Nachbar bei mir beschwert, dass ich zu laut bin, kommt der und sagt mir, wo die Kathedrale ist. Stimmt, weil du immer danach fragst und der will einfach mal die Fenster hältst. Wo ist die verdammte Kathedrale? Jetzt zeig doch. Ja. Übrigens, nachdem erst jemand so einen geilen Hausordnungszettel an den Aufzug geklebt hat und darauf hingewiesen hat, wann man denn zu bohren hat und wann man es zu lassen hat und das jetzt nicht im sexuellen Sinne. Und Warte. Wie Andi ist dein Schlagzeug defekt? Nein, aber es steht zu weit weg. Hat jetzt jemand, also ich weiß nicht, habe ich das in der Folge schon mal erzählt? Nein. So einen Zettel aufgehängt, so von wegen, die Menschen im dritten Stock sollen doch bitte um 6.30 Uhr die Musik leiser hören. Also hast du auf Twitter gepostet, glaube ich. Ja, aber nicht erzählt dann wahrscheinlich. Ja. Du bist im vierten, das ist alles chillig. Ja, aber ich könnte es trotzdem gut sein, wenn mein Fenster immer offen ist, aber das juckt mich nicht. Und jetzt hängt bei einem Nachbarn an der Tür ein Zettel mit direkter Ansprache, sehr geehrter Herr, bla bla bla, ich würde Sie doch bitten, die Musik um 6.45 Uhr leiser zu machen, damit wir in gewohntem Schlafrhythmus ausschlafen können. Da würde ich als Nachbar am liebsten zurückschreiben, stehen Sie doch am besten auch mal um 6 auf, Arschloch. Ja, aber scheinbar bist du es dann ja doch nicht, oder? Nee, das ist hier noch in der zweiten, also das werde ich auf jeden Fall nicht sein. Aber ich verstehe das nicht, warum man so Zettel schreibt, das ist wirklich affig. Ja, anstatt direkt also zu klingeln. Gehe ich direkt hin, gut, wenn ich morgens noch, weiß ich nicht, hier ja, wahrscheinlich die alten Säcke im Schlafsack oder so. Ja, stopp, du musst unterscheiden, wenn du ja nicht weißt, woher das Bohren oder so kam. Ja, aber wenn ich den Zettel beim Nachbarn an die Tür pinne, finde ich das schon ein bisschen sehr mongo. Ja, vielleicht hat der Angst, ja, was hat der denn für ein Nachbarn? Ach nein, jetzt nicht sagen, aber... Däum, es ist zu spät, du hast es schon gesagt. Hey, was hat der für einen Nachnamen, hat er gesagt? Richtig. Ja, was ist da zu spät? Das ist voll gemein. Man kann nicht vom Nachnamen aufschließen, ob derjenige Mensch böse ist. Ja, kann man auch nicht. Ja. Ich wollte auch sagen, hast du mal geschaut, was der für einen Nachtrag im Strafregister hat? Es kann auf nichts schließen. Kian, die Etage ist übrigens erfolgreich eingerichtet. Eure? Mhm. Ja, dann könnt ihr euch jetzt ja der darüber annehmen. Führungszeugnis. Irgendwann kommt der Tag, da hole ich mir mein Führungszeugnis. Ich müsste mir eigentlich schon seit Wochen und Monaten eins besorgen für die Feuerwehr, aber... Na, weil du damit hin... mich nicht! Ja. Und das ist ja jetzt Canteen Island. Ich glaube, Kian, das wird gerade noch... Das ist immer noch im Druck.
so lang wie das ist. Hä, nee, ich hab mich einfach noch nicht drum gekümmert. Das ist auch einfach so ein scheiß Aufwand und eigentlich dürfte ich es da gar nicht mehr bekommen, weil ich da ja nicht mehr gemeldet bin und ach, ich hab da was unterschrieben, dass ich hiermit bestätige, dass ich kein Sexualstraftäter bin, so in etwa. Okay. Kann ja erzählen, was ich will. Jetzt machst du mir Angst. Ja. Ja, ich finde sowas, also, ja, klar hat es in gewisser Weise Sinn, aber bei einer Feuerwehr sollte es insoweit funktionieren. Also entweder müssen das ja alle Rapists sein, oder alle anderen passen nicht auf, wenn einer es da ist und bei uns kennt halt jeder seit Jahren. Das macht total Sinn, ja, aber überleg Sinn. Mal. Weil wenn du quasi eine Kinderabteilung hast wie bei euch. Irgendwo muss man die Linie ziehen. So, man kann jetzt nicht für jede einzelne Institution wie, ach, eine Feuerwehr, das ist egal. Zum Beispiel auch, wenn es jetzt um irgendwelche... Du musst ja sehen, der Priester hat ja keine Kontrollinstanz. Also wer ist denn da... Jetzt schon wieder auf den Priestern rum. Wer war denn bei mir oder bei euch beim Konfirmationsunterricht irgendwie noch dabei? Jetzt mal so als Beispiel. Ein paar Eltern immer wieder, die halt auch mit geholfen haben, den Unterricht vorzubereiten. Bei uns war da irgendwer anders, sag ich mal. Aber also, bei uns war das schwierig. Das ist ein schwieriges Thema, das stimmt schon. Aber es ist halt ein bisschen behindert, dass Leute bei uns seit 20 Jahren da Jugendwart sind und dann sowas sich ein Führungszeugnis holen. Ja, lieber spät als nie. Ja, du bist nicht seit 20 Jahren Jugendwart. Nein, aber bei uns in der Feuerwehr. Ja, lieber spät als nie, wie gesagt. Ja. Nee. Okay, man kann doch nicht für alles, für jeden Einzelfall da extra jetzt abwägen. Ja, und dann muss es von jetzt auf gleich passieren, aber das passiert nicht und wird auch nicht nachgeprüft. Also, ganz oder gar nicht. Ja. Ja. Däumen, wo packen wir die Essensausgabe hin? Don Destaler Essensausgabe. Also klar ist das ist schon wichtig, dass sowas verhindert wird, ne? Keine Frage. Nein, Kian ist so ein Befürworter davon. No question. Und Essensausgabe ist... Andererseits, das hört man doch auch immer wieder, dass sowieso die sowas mal irgend sowas im Knast waren, dass das sowieso bekannt ist. Also klar, es gibt auch die Ausnahme. Kannst du einfach umziehen, fertig. Naja, ich glaube, sowas trägt sich immer hinterher. Ich glaube, da sorgen dann die Ketzer schon für. Die Ketzer? Man das nennen will. Hetzer, nicht Ketzer. Ja, wie auch immer. Inquisitatoren. Inquisition. Ja, aber die Leute. Ja, die Inquisitadoren. Oder auf Spanisch? Dann der ist ja like Inquisitador. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, bei dem Strategiespiel No Man's Land, da gab es Inquisitatoren. Es ist auf jeden Fall bürokratisch nicht gerade einfach gemacht. Anstatt, ja gut, das ist dann wieder diese Persönlichkeitsscheiße. Nein, weil nicht einfach das Amt da reingucken darf ohne deine Zustimmung quasi. Also generell, der darf das nicht haben. Du kriegst nur einen Bescheid, dass du nicht laut bla 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 ein Verbot hast, quasi in diesem Bereich zu arbeiten. Ja, lol. Weil du nicht mal der Typ, der das machen soll, darf dein Führungszeugnis besitzen. Weil das ja wiederum so privat ist. Und deswegen finde ich es von der bürokratischen Seite einfach nicht gut gelöst. Aha. Anstatt, dass der einfach, weiß ich nicht, dass ich da einen Brief hinschicken kann, hier, mein Name, meine Unterschrift, überprüf das, fertig. Aber dafür muss ich dann da dreimal aufs Amt laufen. Nee, das ist wirklich... Da wirst du irre. Bei Amtsöffnungszeiten von zweimal in der Woche 2 Stunden. Alter, ja, das ist allgemein so, bei so öffentlichen Ämtern denkt man auch so, die krauen sich auch die ganze Zeit die Eier. Naja, also fairerweise ja, ich stimme dir zu, andererseits... Fairerweise ja. Die arbeiten ja auch außerhalb der Öffnungszeit. Glaubst du? Man munkelt. Ja, man munkelt. Weiß nicht, für mich ist immer so der Beamte, der den morgendlichen Kaffee so langsam holt und so. Zitat einer unserer Professoren, ich bin ja Beamte. Mir kann hier nichts passieren und ich kann würdevoll altern. Was mit Ihnen ist mir eigentlich scheißegal. Das war dann so die zweite Aussage dahinter. Oh, jetzt kann ich endlich mit der Treppe anfangen. Alter, ich habe die ganze Folge mit Lightning verbracht. Fuck mich. Lightning. Ray. Hat doch eh keiner gesehen hier. Richtig. Juckt die nicht. So. Soll ich mal kurz überprüfen? Ja, jetzt Däum, sag mir, wie ich hier die Treppe lösen soll. I'm coming home. Kian, du hast immer noch kein Lightning im Treppenhaus. Was hast du Treppenhaus? Nein, ich hab die Etagen gemacht. So, die Etage. Da, du kannst mir jetzt mal hier was helfen. Ja, mach ich gleich, aber hier ist irgendwas komisch.
Also, nee, ich bin falsch. Ich muss noch höher. Kieren, wie hoch gibt's das Gebäude denn? Es ist too goddamn high. Hey, wie soll ich das machen? Die höher geht's aber nicht, oder? Außer die Etage vom Chef. Chef, Chef ist Chef. Chef ist Chef im Geschäft. Also, ich würde sagen, wir haben es einfach mal richtig phänomenal hingekriegt, dass das Gebäude null Wiederverwertung in jeglicher Hinsicht hat. Korrekt. Aber jetzt sag mir, wo ich die scheiß Treppen hin machen kann. Du kannst hier ein Outdoor. Hier, Kilian. Wir gehen einfach mit dem normalen Treppenhaus. Wo bin ich hier gelandet? Das ist total hässlich. Pass auf. Oh, Däum. Nee, das geht nicht. Okay, das sieht man nicht. Hier muss man ganz klar unterscheiden. Däum. Man muss ganz klar unterscheiden zwischen dem Wissen und dem Nichtwissen, weil wenn ich weiß, hier sind falsche Texturen in den Zwischentexturen, ja, dann ist das mindfucking. Ja, das geht so nicht. Ja, Ali, siehst du, du kannst noch nicht mal das Problem in deinem Kopf erfassen. So, ja, so weil es so, ist das. Ja, genau, das meine ich ja. Deswegen würde ich das gerne erläutert bekommen. Nee. Das Problem. Däum wollte 43.8 gerade mit einem normalen Doppelslap ersetzen, was? Weil er behauptete, ich würde ja die seitlichen Texturen nicht sehen. Ab. Aber ich weiß es ja, dass die da sind. Hackt ihm die Finger ab. Verstehst du das? Geht das rein in seinen kleinen Kian, da musst du auch das Haus bei Tekton komplett abreißen. Juckt mich nicht. Da weiß ich es ja nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ist doch besser so. Ja. Jetzt könnte es sein, dass Dinge explodieren. Wir haben ja noch dieses komische Plastiksprengstoffzeug, das explodiert ganz gut. SDX. Alles von Hand gesetzte fliegt dabei nicht hoch. Das stimmt nicht. So, Andi, ich komme mal zu dir down. So, nee, ich würde jetzt sagen, erstmal beenden wir jetzt die Folge, ja? Genau, okay, da haben wir nichts gemacht. Also gönnt euch ein Abo, das bleibt. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine Lüge.